Herzlich willkommen bei einer neuen Folge The Witcher 3. Ich bin Ang und spiele Geralt von Riva. Ich freue mich, dass ihr heute wieder dabei seid und wir haben ein neues Anschlagbrett entdeckt und werden uns heute weiterhin noch Nebenmissionen widmen und hier gibt es keine neue Markierung, die Gänsemöse. Okay. Ah, aber eine Taverne. Und ein Kräuterkundler. Hängt hier rum wie die Fliegen an der Scheiße, statt ehrlicher Arbeit nachzugehen. Willst du nicht mit mir reden? Du bist doof, Kräuterkundler. Hallo, Kneipe. Bärenhotsch. Du hast einen Auftrag ausgeschrieben gehabt. Was hast du denn da? Der hat bestimmt ein paar Quintkarten zu verkaufen, genau. Danach werden wir mal eine Runde mit ihm spielen. Oder? Nö, wir spielen mit ihm nicht. So. Bis dann. Wir spielen ein anderes Mal. Was geht hier vor? Mit seinen komischen Fäustlingen da. Also, was er sagt. Der Hammer. So. Kann aus Dreck kein Gold machen. Der Kräuterkundler will nicht mit uns reden. Ist wahrscheinlich völlig stone und besoffen. Okay, dann hätten wir hier auch die... Leider keine weitere Nebenmission gefunden. Da haben wir einen Händler. Das Gellige will ich noch nicht. Aber wir können jetzt mal gucken, ob wir an die Quest noch kommen, bevor die wieder verschwindet. Kinder nicht so an. Du machst ihnen Angst. Ja, hier sind keine Kinder. Hier hängen Fische. Frau. Von geht mir voll auf den Pisser. So, Plätze. Lach nicht so dreckig, Gör. So, auf in die Stadt. So wie gerade Ferneck. Hoffentlich kommen wir hier so einigermaßen durch. Ohne unzählige Menschen umzurempeln. Ah, links, rechts. Hoch, runter. Und rein da in die Stadt. So, Galopp geht. Nee, Kantar ist das jetzt. Wir kantaren durch die Stadt. Vielleicht kann mir jemand erklären, was Kantar übersetzt bedeutet. Joggen? Oder sowas? Nein, mit dem Schiff nach Skellige wollen wir noch nicht. Und da rechts ist die Mission. Was ist los, Hure? Na? Was ist denn passiert? Bewohner von Skellige haben jetzt die Krüppelkarte übernommen. Übernommen? Wie das? Inhaberin verdroschen, Mädchen rausgeworfen, zu saufen angefangen. Sind seit gestern dabei, feiern offenbar irgendeine fette Beute. Ja, klingt nach Skellige. Aber du siehst wie ein ehrlicher Mann aus. Hilf uns. Wirf die Rabauken raus. Wir haben nicht viel, aber wenn wir zusammenwerfen, wird sich's lohnen. Gut, mal sehen, was ich tun kann. Wirklich? Es gibt also doch noch gute Menschen auf der Welt. Komm mit. So, Hure. Hi. Tut mir leid, Kollege, aber du musst dein Horn woanders füllen. Dieses Etablissement gehört heute zu Skellige. Mir scheint, wir sind in Novigrad. In Novigrad gelten die Regeln von Novigrad. Und die brecht ihr gerade.
Wie bitte? Seit wann darf man nicht in Ruhe trinken, sich etwas amüsieren? Zieh Leine, sonst kriegst du den Zorn eines Skelligers zu spüren. Ich habe keine Zeit für Streitereien. Bringen wir es rasch hinter uns, wie zwei echte Männer. Hinter uns bringen? Was denn, verdammt? Willst du mich in den Alkoven abschleppen? Nein, Erbsenhirn. Ich fordere dich zum Duell. Wenn ich gewinne, nimmst du deine Kumpel und verschwindest von hier. Ah, warum sagst du das nicht gleich? Ich gebe dir doch gerne was auf die Kiemen. Dann komm her, lass uns kämpfen. So, das war's. Jetzt verschwindet. Na schön, es reicht. Bei Freyas Titten, das hat mich aber ernüchtert. Meine Herren, gehen wir jetzt. Amüsieren wir uns woanders. Diese Schwerter, aber ich ziehe meine gute alte Axt vor. Und sie gehen wirklich. Ihr wart nur zu dritt. Aber sternhagelvoll, die Kerle hier. Na? Kriegst du es hin? Achtung, die Tür kommt zurück. Bam. Ja, noch ein Schritt, noch ein Schritt. Achtung, Stufe, Stufe. Das wird total lustig, würden die hinfallen. Vielen Dank. Wir hätten es alleine nicht geschafft. Wir haben nicht viel. Ich hoffe, dies reicht dir. Behaltet es. Ihr braucht es dringender als ich. Oh, danke. Leute wie du geben mir das Vertrauen in die Menschheit zurück. Dabei bin ich nicht mal ein richtiger Mensch. Yay, Erfahrung. Okay. Dann besuchen wir doch mal die Mistressen, bevor wir hier... Weil das sieht alles... Na, nicht sehr einladend aus. Dann gehen wir zu der, die ist am nächsten. Vespula. So. Ich bin voll der Nette. Ruhig, Schlampe. Was hat die Wache für Probleme? Jetzt, gemeinsam! Was? Mutant, in den Kerker. Da gehörst du hin. Ach, Schnauze. Mein Tante sagt, ich bin hier. Da auf der anderen Seite der Stadtmauern. Tor des Hierarchen. Na, was ist denn hier los? Du hast vereinbart, ihm mehr zu zahlen. Ich zahle jeden Kopper zurück. Mit Zinsen. Gib mir eine Woche. Bitte. Hurensohn ist kein Bankier. Er ist ein ehrlicher Mann. Zahl pünktlich und er beschützt dich. Zahl nicht. Hilfe! Was soll das Geschrei, blödes Huhn? Worauf hoffst du? Auf einen Ritter in schimmernder Rüstung? So ungefähr. Halt dich da raus, Graukopf. Nicht dein Problem. Vespula hat jetzt einen anderen Beschützer. Ach, und der wäre? Ich. Mein Preis war besser. Na schön. Mal sehen, ob du ein Schnäppchen oder ein Reinfall bist. Na? Kommt ihr nicht wieder so schnell hoch? So. Beschützt. Tada. Blut besudelt. Alles. Die ganze Arbeit
Umsonst. Dank mir nicht. Es war nicht der Rede wert. Versteh mich nicht falsch. Ich bin dankbar, aber was ich hatte, habe ich alles verloren. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst. Wir kennen uns. Tja, ich... Doch, ich kenne dich. Du bist dieser Hexer, auf dem ich fast die Vase zerschmettert hätte, als... Naja. Als du Rittersporn rausgeworfen hast. Vom Balkon. Er ist übrigens der Grund meines Besuchs. Weißt du, wo er ist? Bestimmt hurt er schon wieder herum, dieser krächzende Fasan. Der verlogene Schuft. Autsch. Was hat er dir denn getan? Das Gleiche wie immer. Dieser König der Schwätzer kam zurück und meinte, diesmal wär's für immer. Und dann? Keine Woche später fand ich ihn am Hafen mit einem Flittchen im Arm. Da platzte mir der Kragen. Erst all die Fragen über die Wäscherinnen aus dem Badehaus und dann das. Ich hab ihn windelweich geprügelt und im hohen Bogen rausgeschmissen. Rittersporn hat dich über andere Wäscherinnen ausgefragt? Nicht gerade geschickt. Selbst für ihn. Vielleicht steht er ja auf Schaum. Möglich. Aber was wollte er denn eigentlich wissen? Oh, alles Mögliche, wirklich. Wie es so im Badehaus ist, ob ich Freundinnen dort hätte, wann sie arbeiten würden. Weiß nicht. Vielleicht will er eine in seiner Taverne anstellen. Vielleicht rege ich mich auch umsonst auf. Diese Frau, mit der er am Hafen war, wer war sie? Er hat sie als Nichte aus Kovir vorgestellt. Wohl eher aus Hurwir. Ihr Korsett war so eng, der sind schon die Augen aus dem Kopf gequollen. Seine übrigens auch. Garantiert Künstlerin. Oder Hure. Ist sowieso ein und dasselbe. Danke für deine Hilfe. Hör mal, wenn ich Rittersporn sehe, soll ich ihm irgendwas ausrichten? Nein. Das heißt, sag ihm, er ist eine miese Schlange, aber er darf trotzdem gern vorbeikommen. So, gerne. Jetzt sammeln wir nur noch hier die Überreste von Hurensohns Männern zusammen. Der liegt da auch sehr unvorteilhaft. Hier. Dem die Hälfte fehlt. Armes Schwein. Okay, die anderen sind hier oben alle. Okay. Und das ist auch noch ein Anschlagsbrett. Sehr schön. Gucken wir da mal hin. Tschüss, Vögelchen. Wenn man sich echt mal so kurz Zeit nimmt, einfach die Kamera... einen anderen Blickwinkel stellt, sieht das echt schön aus. Naja, schön im Sinne von dreckig. Und so. Siesta, keine Händler an den Scherben unterwegs. Okay. Siesta! Ich stehe auch total auf diese Häuser, das sieht so cool. Oh, das ist ein bisschen schief. Was ist denn hier los? Hä? Seid ihr ein Künstler? Ja. Ja? Komödiantin? Okay, Franzosen. Mit dem will ich nichts zu tun haben. Es wäre schön, dass dein Papi Hexenjäger ist. Ganz viele von Hurensohns Männer. Das klingt auch echt merkwürdig. Böse. Unfreundlich.
Sieht schon ein bisschen edler hier oben aus. Und das Anschlagbrett. Nur Information. So, Molly. Schönes Haus. Wohnt hier Baronin Lavalette? Hat dich nicht zu interessieren. Die Baronin gibt sich nicht mit jedem ab. Keine Sorge. Ich bin wegen ihrer Kammerzofe hier. Molly. Geh aus dem Weg. Die Baronin reitet aus. Verschwinde! Geralt von Riva vor meiner Tür? Das kann kein Zufall sein. Ich grüße dich, Baronin. Guten Tag, General. Du hast recht. Ich komme nicht ohne Grund. Ich weiß, wer du bist. Aber der Etikette halber, Maria Luisa Lavalette, ein kaiserlicher General und ein Hexer treffen sich und kennen einander. Erstaunlich. Ja, wir hatten die Gelegenheit zu einem Gespräch, als der Kaiser mich nach Vysima zitiert hat. Hast du Ärger mit Var Emrys? Nein, dann wärst du längst tot. Ihr habt also gemeinsame Interessen. Aber lass uns woanders reden. Willst du meine Einladung annehmen und mir verraten, was dich hierher führt? Ich suche ein Mädchen namens Molly. Sie soll hier arbeiten. Meine Kammerzofe. Leider ist sie gerade bei meiner lieben Freundin Patricia Wegelgut. Vielleicht kann Geralt uns ja begleiten. Er könnte bei den Rennen mit Molly sprechen. Käme das für dich in Betracht, Hexer? Einem städtischen Spektakel beizuwohnen? Also, wenn Molly da ist, dann mal los. Gern begleiten klingt aber auch anders. So, ja, muss halt. Schönes Haus hat die Frau. Auf dem PC mit Ultra-Settings muss die Weitsicht eben gerade so unglaublich gut gewesen sein. Aber leider macht die PS4 das nicht. So ein Slot für eine Grafikkarte zum Aufrüsten wäre cool. Dass man einfach nur so ein Modul dran steckt. Das hätte was. Ja, Ladescreen. Träumen wir einfach über erweiterbare Grafikkarten bei Konsolen. Da wären wir. Mein Vater besaß ein ähnliches Anwesen in Brugge. Als Mädchen war ich dort oft reiten. Wollen wir uns die Pferde ansehen? Magst du Pferde, Geralt? Eigentlich schon. Ich habe meine Pferde immer Plötze genannt. Die graue Stute ist Cantarella, von Kahir gezeugt, dem Sieger von Wohle. Grau, schöne Farbe, auch bei Pferden. Ich wette auf den schwarzen Hengst da, Nemrod, reinste Nilfgaarder Zucht. Fehlt noch, dass er vor dir salutiert, General. Weißt du irgendwas über den Fuchs da oder den Braunen? Der Fuchs heißt Donner, ein reinblütiger Redania, edles Ross, aber zu eigenwillig für meinen Geschmack, schwer zu beherrschen. Und der Braune stammt aus Serikanien. De Volta hat ihn kürzlich gekauft. Ich weiß nicht viel über ihn, aber Serikanier sind bekannt für ihre große Ausdauer. Ist Molly ein Pferd? Bitte? Eigentlich bin ich hier, weil ich Molly suche. Geduld, Hexer. Sie wird bald hier sein. Ich habe sie gebeten, zu uns zu stoßen, sobald sie ihre Aufgaben erledigt hat. Es dauert gewiss nicht mehr lang. Das hängt davon ab, was du ihr aufgetragen hast, Herrin. Aber ich habe keine Wahl. Ich warte. Du kennst dich gut mit Pferden aus. Auskennen trifft's nicht ganz. Morvran ist ein echter Experte. Pferde sind ehrlicher als Menschen. Ich bin sehr gespannt, wie du dich im Sattel hältst, Hexer. Ich versuche, nicht runterzufallen.
Wie wär's mit einem kleinen Rennen? Deswegen bin ich nicht hier. Lass mich nicht betteln, Hexer. Weißt du was? Wenn du gewinnst, kriegst du meinen besten Sattel. In Nilfgaard gemacht. Aus herrlich gegerbtem Leder. Warum nicht? Würde gern sehen, ob dir dein Wissen über Pferde auch im Sattel nützt. Gut gesprochen. Welches Pferd wählst du, Hexer? Welche waren das? Ich glaube, der Fuchs. Radovid lagert in der Nähe. Vielleicht will ein redanischer Fuchs ja bei ihm Eindruck schinden. Ich reite nicht mit, aber dafür wette ich. Nimrod gewinnt. Der Reiter spielt keine Rolle. Dann nehme ich Cantarella. Wir sollten nicht länger warten. Fangen wir an. Na gut. Hoffentlich haben wir den mit viel Ausdauer genommen. Okay, jetzt muss ich mich auch mal wieder selber lenken. Ja, wirkt ja schon mal ganz gut. Doch, muss sein. Jetzt geht's, Hexer. Zeig mal, aus welchem Holz du geschnitzt bist. Na? Ich liebe dieses Tempo, diesen Wind. Wuhu! Ich glaube, wir haben es gleich geschafft. Ja, da vorne ist das Ziel. Yeah! Und den Sattel gewonnen. Sehr schön. Das war atemberaubend. Ein famoser Sieg. Danke. Für jemanden, der nicht reiten kann, hast du dich vorzüglich im Sattel gehalten. Mein Glückwunsch. Das ist deins. Dürfte ich wohl jetzt mit der Kammerzofe sprechen, Herrin? Ach ja, Molly. Deswegen bist du ja überhaupt hier. Die stämmige junge Frau dort, das ist sie. Sprich mit ihr. Und komm zu uns, wenn du nach Novigrad zurückkehren willst. Wir reisen gern mit dir zusammen. Du bist nett geworden. Diese Jugend heutzutage. Alle weich in der Birne. So, wir werden mal ganz kurz erstmal. Haben wir den Sattel im Inventar? Ja. Ja, nochmal 5 Ausdauer mehr. Ich bin Molly, Herr. Du wolltest mich sprechen? Nenn mich Geralt. Geralt? Der Geralt? Dem Rittersporn ein ums andere Mal das Leben gerettet hat? Stimmt alles. Nur andersrum. Ich bin es, der ihn ständig retten muss. War es etwa nicht Rittersporn, der in Flotsam deine Schlinge aus 100 Schritt Entfernung mit einem Pfeil durchgeschossen hat? Was? Rittersporn kann doch gar nicht... Ach, was soll's. Irgendeine Idee, wo unser Meisterschütze stecken könnte? Nein, leider nicht. Wir haben uns eine Ewigkeit nicht gesehen. Die Baronin ist nicht erfreut, dass wir uns kennen. Sie hält Rittersporn für einen nichtsnutzigen Faulpelz. Stell dir nur vor. Aber vielleicht kann dir seine Schwester helfen. Ein so nettes Mädchen. Erinnerst du dich an dein letztes Gespräch mit Rittersporn? Na klar. Er wollte etwas Geld für eine Barke leihen. Was? Wozu braucht er denn eine Barke? Für eine romantische Bootsfahrt im Mondschein auf den Kanälen. Er sprach von Erdbeeren und diesem Perlwein und er wollte mir ein Ständchen singen. Aber seitdem ist er weg. Dir ist klar, dass Rittersporn gar keine Schwester hat? Und ob er eine hat? Ich hab sie doch gesehen.
aber sie sieht ihm überhaupt nicht ähnlich. Ist blond. Vielleicht haben sie verschiedene Väter. Und auch verschiedene Mütter. Vielleicht. Aber er hat sich um sie gesorgt, so wie er ihre Sachen getragen hat und... Weißt du, wo ich sie finde? Ritter Sporns Schwester? Leider nicht. Immer wenn ich gefragt habe, wann wir sie besuchen, ist er ganz still geworden und hat das Thema gewechselt. Danke, Molly. Warte. Bevor du gehst, habe ich noch eine Bitte. Ritter Sporn hat versprochen, mir seine Briefmarkensammlung zu zeigen. Er hat's nie getan, aber ich würde sie so gern sehen. Wird nicht schwer, ihn zu überreden. Er zeigt sie liebend gerne. Jeder, die er trifft. Oh, das ist wundervoll. Danke und viel Glück bei deiner Suche. Gott. Dieser Typ ist der Hammer. Okay, was ist das jetzt neu dazu bekommen? Na, wie kommen wir da oben rein wieder? So. Ah, Geralt, da bist du ja. Wollen wir zusammen zurückreiten? Sehr gern. Ist ein langer Weg bis Novigrad und mit Begleitung erscheint er nicht ganz so lang. Sehe ich auch so. Nun, dann los. Dann reiten wir mal. Haben wir jetzt eigentlich den anderen Teil der Mission nicht geschafft? Was da noch dazu kam, dass wir irgendwie in dieses eine Haus sollen? Ach, weiß ich gerade gar nicht. Werden wir ja gleich sehen, wenn wir hier aus dem Ladescreen kommen. Und ich glaube, wir sind gleich auch schon wieder am Ende der heutigen Episode von The Witcher 3. Oh mein Gott. Aber erstmal schauen wir, was jetzt kommt. Vorher lasse ich euch nicht im Ladescreen hängen. Aber vielleicht lässt mich das Spiel im Ladescreen hängen. Nee, doch nicht. Oder? Eben habe ich Ton gehört. Mal schauen. Warten wir einfach nur mal ein bisschen ab. Vielleicht geht es ja noch weiter. Uiuiui, der muss Texturen nachladen. Und da wären wir. Danke für deine Gesellschaft. Gleichfalls. Mach's gut. Schön vom Regen durchtrieft. Okay, die Mission kriegen wir immer noch hin. Und mit Mirabella sollen wir noch sprechen. Aber das tun wir leider nicht mehr heute, sondern erst in der morgigen Folge von The Witcher 3. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, würde ich mich freuen, wenn ihr mir ein Däumchen nach oben da lassen würdet. Und wenn ihr die nächste Folge nicht verpassen wollt, Abo da lassen. Würde mich sehr freuen, wenn wir uns morgen wiedersehen. Vielen Dank, dass ihr heute dabei gewesen seid. Und haut rein. Ciao.